Das Prestigeobjekt für jeden Automobilhersteller ist ein reinrassiger Sportwagen. Der R8 ist Audis Interpretation dieser Fahrzeuggattung. Die Zutaten: provokante Optik, Mittelmotor, Allradantrieb, Hochdrehzahl V8. Seine Bewährungsprobe: der Tracktest. Zu einem Sportwagen gehört natürlich eine Heckdynamik. Und von daher, das Erste, was wir mit dem Auto machen, wenn es den Namen Sportwagen wirklich von Anfang an behalten will, wir probieren, was er heckdynamisch kann. ESP aus. Und jawohl, Audi hat Mut bewiesen. Und dem R8 einen hecklastigen Quattro-Antrieb spendiert, inklusive Sperre. Das ist, glaube ich, der erste Audi, den man wirklich Anschlag quer fahren kann. Also, Sportwagen, ja, die To-Do-Liste Nummer 1 abgehakt. Zweite Kategorie, natürlich ein Sportwagen. Der braucht einen ständigen Schub an der Kette, von daher zweiter Gang. Und dann mal richtig den Pinsel runterdrücken. 4,2 Liter V8, der marschiert nach vorne. 4000, 4,5, 5 geht's dann los, 6 fängt's an, in den Sitz zu pressen. Und es hört nicht auf. Man hat immer das Gefühl, das drückt immer weiter, bis dann der Schaltpunkt gekommen ist. Und der macht sich erst bei 8250 Umdrehungen bemerkbar. Und drittens wichtig für einen Sportwagen natürlich die Bremsen. Ordentlich. Was sehr gut passt, ist beim Bremsen das Feedback. Ich kann wunderbar dosieren, habe einen super Druckpunkt, spüre genau, wie das Auto reagiert. Das ist gut gelöst. Dann zählen wir die drei Kapitel doch mal zusammen. Und rauskommt: Audi hat einen Sportwagen gebaut. Und als dieser wird der R8 auch wahrgenommen. Das Auto gibt es jetzt fast ein Jahr in Deutschland. Man sieht doch aber immer noch sehr, sehr wenige. Audi, wo liefert ihr all die Autos hin? Ja, das ist aber der Vorteil momentan. Das Auto hat ein Überholprestige auf der Autobahn. Bei der Anreise, ja, jeder hat Platz gemacht, weil er das Ding einfach sehen wollte. Und das macht momentan Riesenfreude, mit einem Audi R8 auf der Autobahn zu fahren. Der R8 scheint alle Voraussetzungen zu haben, sich weit oben in der Bestenliste zu platzieren. Und das liegt weniger an der Optik als an seinen inneren Werten. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 301 km/h ist der R8 Mitglied eines elitären Clubs von Fahrzeugen. Dank Allrad sind die 100 km/h in unter 5 Sekunden erreicht. 420 PS leistet der V8. Das maximale Drehmoment liegt bei 430 Newtonmetern. Hubraum 4,2 Liter, Gewicht 1560 Kilogramm. Sein Basispreis 107.000 Euro. Jetzt wird es ernst. Das Rennen gegen die Uhr auf dem Kurs des Look Driving Center steht an. Top-Speed-Messung auf der Gegengeraden gibt einen ersten Aufschluss darüber, wie der Audi unterwegs ist. 189,48 km/h. Schnell. Im Ziel steht eine 1:08:48 auf der Uhr. Das reicht für Platz 3.
Der Ingolstädter muss sich nur dem Porsche GT3 RS und dem KTM Crossbow geschlagen geben. Audi verbinde ich immer mit meinem Zahnarzt. Ja. Der fährt ein Audi, ja, und bohrt mir immer schön in der Kauleiste rum. Das tut weh und deswegen ist immer so ein bisschen Antisympathie vorhanden. Keine Sympathien. So, so. Aber dann schafft es schon, einen wirklich zu überraschen. Ich bin das erste Mal in der 8 gefahren und wirklich mit dem Auto kann man es richtig brennen lassen. Allrad sagt man normalerweise, ja gut, ist für einen Sportwagen vielleicht nicht unbedingt das Optimum, weil er doch immer wieder dieses Untersteuern-Problem sehr stark hervorhebt. Aber das hat man einfach durch die Verteilung so sensationell gelöst, dass man, zumindest wenn man im Sportmodus fährt, ja, eigentlich fast kein Untersteuern hat. Wenn ich 100.000 Euro ausgeben müsste für einen Sportwagen, gab es bisher eigentlich nur den Namen Porsche für mich. Mittlerweile ist einer dazugekommen. Und das ist wohl das größte Lob, was man Audi machen kann. Der R8 ist vielleicht kein Porsche-Killer, aber eine ernstzunehmende Alternative. Optisch wie technisch. Einziger Wermutstropfen ist sein Preis. Unser Testwagen bringt es auf 135.000 Euro. Mit knapp 2.000 Zulassungen in Deutschland bleibt dieser Ingolstädter ein Exot.